Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck. Heute geht es um ein All-Day-Filter-Set für die Osmo Pocket. Ab geht's. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wofür ist so ein All-Day-Filter-Paket? Das ist natürlich ganz klar, damit kann man noch mehr aus den Bildern rausholen. Man kann zum Beispiel mit diesen ND-Filtern die Verschlusszeit verringern um 2, 3, 4 und so weiter blenden. Und umso dunkler, umso länger natürlich die Verschlusszeit, umso dunkler das Glas. Außerdem haben wir die Möglichkeit, in diesem Filterpaket ist hier ein Filter zum Beispiel mit drin, ein CPL-Filter. Das bedeutet, man kann diese Spiegelung von Oberflächen, vom Wasser, viele kennen das ja sicherlich, wenn man so einen Fluss sieht, unten schwimmen die Fische drin und man sieht Steine und durch diese Spiegelung kann man gar nicht in dieses Gewässer reingucken. Dafür sind auf jeden Fall diese Filter gedacht. Dann gibt es hier noch eine Kombination aus CPL und ND-Filter. Das heißt, wir bekommen ein saftigeres Bild und haben natürlich die Spiegelung etwas weggenommen. Gucken wir uns das Ganze mal genauer an. Erstmal, wo bekommt man das? Man bekommt das auf Amazon. Das ist relativ teuer, ist aktuell nicht verfügbar. Ich meine, das lag so um die 60 bis 70 Euro. Ich habe es jetzt vom Hersteller zugeschickt bekommen. Wir haben hier drin ND-Filter von ND4 bis ND16, also ND4, ND8, ND16. Und bei dem 4er können wir die Verschlusszeit um 2 Blenden verringern, bei dem 8er um 3, bei dem 16er um 4 Blenden. Das sind halt die Blenden, die man eher bei bewölktem Himmel rausholt, um noch ein bisschen mehr Saftigkeit ins Bild reinzuholen, um das Grüne noch grüner zu machen, um das Blaue noch blauer zu machen. Dafür, wie gesagt, diese erste Stufe. Dann haben wir hier noch den reinen CPL-Filter drin, der die Spiegelung von Gebäuden, vom Aquarium, von Oberflächen, bei Schnee und so weiter etwas rausnimmt. Und dann haben wir noch unsere Hybridfilter, das heißt ND und CPL sind vereint, das heißt Entspiegelung und Verdunkelung. Das ist, als wenn man eine Sonnenbrille vor das Objektiv hält. Man macht das Ganze ein bisschen dunkler, dass nicht so viel Licht auf den Sensor einfällt und man somit ein schöneres, saftigeres Bild bekommt. 8, 16, 32 und 64er Filter sind hier drin. Die sind gerade bei Sonne auf jeden Fall geeignet, machen das Bild auf jeden Fall besser. Allerdings der Preis ist natürlich heiß. Man muss dazu sagen, dass diese Filter natürlich, das ist kein Massenprodukt. Die sind aufwendig in der Herstellung. Das ist kein großes Massenprodukt und deswegen sind die auch relativ teuer. Ganz einfach, wie kann man die einsetzen? Ich nehme jetzt hier mal so einen CPL-Filter raus und der wird einfach per Magnet hier drauf geklickt auf unsere Kamera. Viele haben immer Angst, dass der Gimbal-Motor dann überlastet ist. Ich kann euch auf jeden Fall beruhigen, der Motor ist nicht überlastet. Das ist hier magnetisch drauf und sitzt auch relativ fest. Der Vorteil, wir brauchen nichts festklippen, wir müssen dann nicht am Gimbal hin und her arbeiten, sodass wir nachher vielleicht Pech haben und man eventuell das Ganze neu kalibrieren muss. Also das wird hier einfach vorne per Magnet aufgeklippt und dann hält das Ganze. Die Firma Freewell ist spezialisiert auf solche Filter. Die haben für die ganze DJI-Serie Filter entwickelt, die auf jeden Fall eine sehr gute Rezension auf Amazon erreichen. Könnt ihr ja selber auch gucken. Ich habe den Link hier unten reingepackt. Die erreichen sehr gute Ergebnisse. Negativpunkt, wie gesagt, ist immer wieder ganz klar der Preis. Die Frage ist natürlich, wo kann man sowas einsetzen? Auf der Homepage von dem Hersteller steht natürlich für professionelle Fotos und Videos. Ist natürlich ganz klar, wenn man professionelle Fotos oder Videos möchte, dann nimmt man eine Spiegelreflexkamera oder eine Red oder sonst irgendwas. Aber das ist halt eine Kamera, die man immer mit dabei hat. Das ist der Vorteil. Man kann sich die Kamera einpacken, man kann sich das Set einpacken und das ist immer was, was man mit einem Rucksack haben kann. Und man kann trotzdem seine Bilder noch mehr aufwerten durch diese Filter, das muss man ganz klar sagen. Eine professionelle Kamera ist das, weiß Gott nicht. Auch die GoPro ist keine professionelle Kamera. Hier verabschiedet sich schon das Logo. Auf jeden Fall, das ist etwas, was man immer mitnehmen kann. Die beste Kamera ist die, die man immer mit dabei hat. Und deswegen gibt es hierfür natürlich auch Filter. Geht es ohne Filter auch? Natürlich, es geht auch ohne Filter. Ich bin auch super lange ohne Filter ausgekommen. Für mich ist halt in meinen Augen der Vorteil, dass man noch mehr aus den Bildern herausholen kann, dass man noch mehr Qualität schaffen kann und dass es vielleicht nicht ganz so flach aussieht wie bei anderen YouTubern oder anderen Produktionen. Das ist halt für mich in meinen Augen der absolute Vorteil von diesen Filtern.
Der Nachteil ist, sitzen die Filter hier nicht richtig in der Box drin, dann, die sind ja magnetisch, dann können die schon mal unter Umständen alle gerne mal zusammenkletten und das geht dann so ein bisschen auf den Sack. Der Vorteil von dieser Box ist natürlich, sind die Filter hier drin, kann man die vernünftig mit einem Tuch putzen, ohne dass man die anfassen muss. Denn die sind ja natürlich auch sehr klein und es bleibt nicht aus, dass man so einen Filter, dass man den Filter aus Versehen mit dem Finger auf der Glasscheibe, sage ich mal, trifft und dann einen Abdruck drauf hat. Dafür ist dieses Tuch halt mit dabei. Das ist ein normales Brillenputztuch, ist jetzt kein super Zaubermittel. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass bei dem Preis eine Schachtel zumindest da ist. Also die Filter sind wunderbar, gar keine Frage, die hauen hin und die machen wirklich einen guten Job. Aber ich hätte mir gewünscht, dass hier eine Schachtel dabei ist, die man aufbekommt, ohne dass man sich die Finger bricht und die vielleicht so ein Scharnier hat, dass man nicht irgendwann mal den Deckel verliert. Ansonsten Preis-Leistung, Preis ist sehr hoch, Leistung ist gut, Verarbeitung ist top. Und wer gerne viel unterwegs ist mit kleinem Gepäck und sowieso die Osmo Pocket hat, den kann ich das auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte eigentlich gehofft, in diesem Video noch das andere Osmo Pocket Zubehör vorzustellen, ist aber nicht möglich, weil es immer noch nicht lieferbar ist. Einige Leute haben es schon bekommen. Ich habe es Mitte Dezember bestellt oder Anfang Dezember und laut meinem Lieferanten soll das dann irgendwann Anfang Februar verfügbar sein. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, denn das Zubehör, damit macht es erst noch mehr Spaß mit dem wasserdichten Case, mit der zusätzlichen Steuerung, mit den Bedienrädchen. Die Filter werden auf jeden Fall etwas sein, was ich sehr häufig einsetzen werde, gerade bei viel Licht, um das Bild halt saftiger zu machen. Und deswegen kann ich eine Empfehlung abgeben. Allerdings aufgrund des Preises von mir nur 3,5 Sterne. Ich finde es ziemlich teuer, aber die Qualität, wie gesagt, die stimmt, muss jeder selber wissen. Für mich eine tolle Sache, die ich immer mit dabei haben kann. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ja, lasst doch ein Abo da und drückt den Daumen nach oben. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. Euer Paul Kramer. Ciao.